Hallöchen YouTube und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Die Sims. Nein, nein, nein. Das sind ja gar nicht die Sims. Also schon, irgendwie. Das ist ein Let's Show Special mit dem Kumpel. Und heute möchte ich euch mal den Wohnort der Baroness in Minecraft vorstellen. Das Ganze ist so ein bisschen als Kulisse angelegt. Ihr seht das hier. Das Original könnt ihr euch bei Rockcore LP anschauen. Das ist unten verlinkt. Ihre Stimmen habt ihr eben schon mal gehört. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Es ist wie gesagt eine Kulisse, die sich an der Darstellung von Die Sims 4 auch stark orientiert. So, und dann wollen wir mal sehen. Hier ist übrigens der legendäre Pool von Rockcore LP. 2 Meter mal 1 Meter, irgendwie sowas. Also im Grunde eine dicke Badewanne. Da hinten steht der Grill. Und da kann man dann hin und her schwimmen. Natürlich, naturgemäß fehlen hier jetzt viele Türen, denn die Sims 4 stellt Türen nicht so dar. Die Mauern werden normalerweise mit so einer kleinen Erhöhung dargestellt. Das kann ich nicht realisieren in Minecraft. Das wäre immer eine große Erhöhung. Igitt, das will ja keiner. Moment, huch. Huch. So, Toglé d'Enfall, wie der Franzos sagt. Na? Dankeschön. So, hier sind wir im Wohnzimmer der Baroness. Wir haben auch einen ganz tollen Fernseher, wie ihr seht. Es gibt gerade irgendwie Miami Vice oder sowas. Es gibt ein Bild. Es gibt hier eine Stehlampe. Dann haben wir hier die Küche der Baroness. Die ist ganz auf die Wirkung in die eine Richtung ausgelegt, wie das bei The Sims häufig ist. Man schaut doch echt aus einer Richtung meistens. Und aus dem Grunde gibt es da hier keine Schubladen, sondern es ist einfach ein weißer Rücken. Alles in den Möglichkeiten von Minecraft, man kennt es ja, ne? Ich denke, wir gehen jetzt erstmal ins Badezimmer. Nein, das wollen wir nicht. Nein! So, Badezimmer. Ich könnte mir mal was anderes wenigstens als ein Schild auf die Dings legen. Wartet mal. Dann haben wir wenigstens eine Fackel. Ne, die lässt sich auch nicht gut entfernen. Wir nehmen einfach einen Erdblock. Den finden wir auf alle Fälle. So, hier ist das Badezimmer der Baroness, wo die Grundel, der Diego und der Snobby für ihre tägliche Reinigkeit sorgen. Wir haben eine Badewanne. Da meine Dusche, die lässt sich nicht wirklich betreten. Das ist halt eine Minecraft-Dusche. Eigentlich ist es eher ein Wasserfall. Da ist das Klo. Na, da können die dann ihre Geschäfte machen. Klappt ganz gut. Und ein Waschbecken haben sie auch. Den Spiegel kann ich leider nicht darstellen, ohne eine Wand zu machen. Das wollte ich jetzt nicht. Deshalb habe ich auf den Spiegel verzichtet. Aber ich denke, das geht okay so. Hier essen die Baroness. Na, den Tisch kennt ihr. Es soll ein Glastisch sein. Altes Problem. Oh, hier war ein Huhn drin. Beim Diego im Zimmer liegt ein Ei. So, der Diego hat hier einen runden grünen Teppich liegen. Hier ein etwas moderneres Regal. Da oben steht auch was drauf. Und hier ist sein Laufband, wo er läuft. So. Er hat hier normalerweise einen Kassettenrekorder draufstehen. Das habe ich jetzt mal einfach durch eine Box dargestellt. Ist Minecraft, ist nicht die Sims. Hier ist das Reich von Grundel. Hier hat sein neues Bett stehen. Was sehr schön ist übrigens. Eine Stehlampe. Die Lampen hängen natürlich, wie sich das gehört, für die Sims frei in der Luft. Hier steht der Computer. Es ist ein etwas moderneres Gerät, aber ich habe es versucht, nach Minecraft-Möglichkeiten darzustellen. Dann haben wir hier das Zimmer vom Snobby. Der hat auch ein Bild. Hier hat er seinen Bären. Naja, es gibt halt keinen Bärenkopf. Was soll man machen? Aber ich finde, als Bär ist das doch so einigermaßen annehmbar, oder? Naja, gut. Ich habe die Betten übrigens alle ein Stück auch rausgerückt, sonst wirken sie zu klein. Das ist so ein Minecraft-Problem. Ich habe relativ groß gebaut, um die Proportionen vom Gebäude, in dem Rockcore LP ihr Sims-Let's Play macht, irgendwie darzustellen. Und ja, geht nur so, geht nicht anders. Der Snobby hat hier seinen Schreibtisch und ich glaube, ich habe einen Stuhl vergessen. Das kann natürlich schon mal passieren.
machen wir schnell zusammen. Wir geben dem Snobby hier so einen dunklen. So. Ups. Ja, so geht's auch. Daneben. So. Jetzt hat das Snobby auch einen Stuhl. Hier ist übrigens ein Aquarium. Fische kriege ich da leider keine rein. Jedenfalls nicht ohne irgendwelche ausufernden Tricks zu verwenden. Und ja, das war's dann an der Stelle auch schon. Ach nein, war's noch nicht ganz. Wir haben hier das Schachbrett und den Tisch, den die draußen stehen haben. Da wird Schach gespielt und gedacht. Und ja, dann haben wir hier so eine Ecke. Ich habe es halt in die Let's-Show-Welt integriert. Da wohnen die Barones, postlagern bei Rockcore LP. Ja, ach so, da ist eine Mülltonne noch. So, und jetzt könnt ihr nochmal in Ruhe da drüber gucken. Und ich versuche nochmal in diese typische Sims-Position zu kommen. So. Und wir schauen uns das nochmal so aus der Entfernung kurz an. Es wird eh nur ein, ja, rund 7-Minuten-Film. Und ja, hier wohnen die Barones. Hatte ich das Laufband gezeigt? Ja, habe ich. Habe ich sonst alles gezeigt? Achso, hier vorne sind Blümchen. Und was man nicht vergessen darf, da sind der Grundel ihre geliebten Pflanzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Erdbeeren sind. In dem Fall sind es jetzt Rosen. Rote Rosen für Rocco LP. sollen Erdbeeren sein. Okay. So. Das war's an dieser Stelle vom Kumpel. Und nach Art von Rocco danke ich euch fürs Einschalten, YouTube. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Show Special, wieder mit dabei. Diesmal mit was Besonderem. Das nächste Mal wieder klassisch mit einem Let's Show Special zum Texturenpaket. Und zwar zu diesem hier, nämlich dem Gemmagraft Texturenpaket. Freut euch drauf. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Das war's. Ciao.